Ihre Website hat der Sohn vom Chef gemacht. Wer nestelt da am Hosenbund? Ein Mann für Spezialaufgaben im Bereich Ton. Empfänger, Mikros und Legenden. Wir sehen Walter Oswald. Ralf Katze Zumdick. Wer was zu erzählen hat, den muss man auch hören können. Zuhörer Atta Lamek und Dieter Bast. Daneben Klaus Franke. Die werden hier gerade alle für ihren Auftritt präpariert, für den Legendentalk. Eine Gesprächsrunde über den Fußball, der damals hier in Bochum gespielt wurde. Das war eine Mannschaft, die sich vor allen Dingen über die fußballerischen Fähigkeiten definiert hat. Ja, nicht ganz so, das war nett gesagt, aber ging doch schon mehr über den Kampf für uns. Ne? Da haben wir sie alle zusammen und schauen mal ganz genau hin, ob es denn in den letzten 40 Jahren optische Veränderungen gab. Bei Klaus Franke hat sich die Haarfarbe leicht verändert. Atta Lamek nach wie vor mit Top-Mittelscheitel. Dieter Bast, ja, das muss man schon wissen. Fakt ist, damals trug man zum Schnäuzer noch Locken auf dem Kopf. Früher gab es viele Lockenköpfe. Zum Beispiel hatten wir bei Bochum den Michael Eggert, das war der weiße Pudel. Und ich war der schwarze Pudel, weil ich schwarze Haare hatte und auch also Locken hatte. Der schwarze Pudel ging dann zusammen mit der Katze und den anderen VfLern ohne Tiernamen hinüber ins Moritz. Der VfL Bochum hatte zum Legendentalk geladen. Dem Aufruf folgt man ja gerne, wenn man eine Legende genannt wird. So ist das heute im Jahr 2013, wo man gefährlich nah an der Kante zur dritten Liga steht, dass man sich immer wieder gerne an die Zeit der 70er und 80er erinnert. Im Moritz gab es frisch gezapfte Fanta, knackige Bockwürste und leicht vergilbte Erinnerungen. Unter den Zuschauern bekannte Gesichter wie der Fanbeauftragte des VfL Dirk Moppel-Michalowski und der Fußballjournalist Christoph Biermann. Dazwischen die Legenden im Smalltalk. Nähe war erwünscht, mittendrin stand nur dabei. Moderator des Abends, ein Bochumer Junge, Jens Fricke, Mitarbeiter der VfL-Pressestelle. Und natürlich ging es an diesem Abend nicht nur um die alten Zeiten, sondern auch um die Frage, was haltet ihr denn von der Verpflichtung von Peter Neururer? Ich kenne Peter ja noch, der ist ja damals bei Rot-Weiß Essen angefangen, war mein Co-Trainer gewesen. Und ich weiß, was der Peter die Leute gut pushen kann. Und auch viel, viel Erfahrung hat. Und ich fand das eigentlich gut. Ich fand, es ist eigentlich zu spät gekommen. Der Mann, der war ja schon mal hier und sehr erfolgreich auch. Ich glaube, dass aber hier, sag ich mal, der letzte Strohhalm gegriffen worden ist. Und vielleicht mit Erfolg, hoffe ich auf jeden Fall. Denn also dritte Liga kann Bochum absolut nicht gebrauchen. Also ich bin im Moment ganz zuversichtlich, dass er das packt. Und dann muss man wirklich sehen, dass man hier, sagen wir mal, das Ruder wieder rumreißt, um dann auch, sagen wir mal, zumindest in der zweiten Liga wieder erstmal gesichert zu stehen und dann auch mal wieder andere Ziele anpackt, sag ich mal. So wie damals bei den Osborn-Jungs. Da gehörte man zwar auch nicht zu den Großen, aber man spielte wenigstens mit ihnen in einer Liga. Das war doch mal ein schöner Schlusssatz. Wenn schon nicht für die Geschichtsbücher, dann wenigstens für die Smartphones.